Bandai Namco Entertainment From Software Dark Souls 3. Ich hab die Anlage wieder laut. Ich begrüße euch alle miteinander an einen hoffentlich nicht allzu traurigen Allheiligen. Ist doch Allheiligen, ne? Oh Gott, das ist so peinlich. Ja, ist es. Naja, ja. Fortfahren. Warum melde ich mich so spät? Ja, wie gesagt, wir hatten hier die Handwerker im Haus, Dachdecker um genau zu sein, und ich wohne genau unterm Dach, und das ist einfach unmöglich, wenn die bis teilweise 8 Uhr abends gearbeitet haben. Ne? Und dann hast du am Abend dann natürlich auch keinen Bock mehr. Ne? Ja, gut. Aber wir gehen weiter. So, wo war ich denn stehen geblieben, Leute? Ich muss jetzt nochmal eben kurz die Lage peilen. Ja, gucken wir erstmal Ausrüstung. Da haben wir unseren Degen. Dafür muss ich mir noch unbedingt einen Zauber besorgen. Machen wir auch bald. Gewicht ist auch in Ordnung. Okay. So, Pfeil haben wir genug. Ja, habe ich irgendwas zu verkaufen? Das werden wir gleich sehen. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ah, ja, genau. In diesen Ruinen. Jetzt muss ich mal... Hier entweder, denn da war noch ein Weg. Claymore, das will ich haben. Wo kriege ich das her? Ein ungewöhnlich großes, schweres Großschwert. Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Oder ob ich das kaufen kann bei irgendjemandem. Na, werden wir sehen. Kaval ruft einen Insektenschwarm, der an Feinden nahe. Wer macht denn sowas? So, denn es geht ja hier noch rauf. Rauf sei schon runter. Ne? So. Hallo. Das mache ich mit Absicht, denn, wie man sieht, bewegt sich dort etwas. Und die Typen werden mir gleich die Hosen ausziehen. Achso. Ja, die sind feueranfällig. Hier die da. Wir waren ja da hinten bei der Ruine, ne? Da waren wir durch, bis auf Eingang. Okay, so. Waffe wechseln. Da sind die kleinen Krebchen. Oh, da hinten liegt... Ach ja, genau, den Loot hatten wir gesehen. Den will ich jetzt holen. Hoffe ich. Hallo. 1, 2, 3. Ausweichen. Oh, au, au. Ey, my hair. Oh, ich hab den Lock verloren. Mist. Uiuiui. Heilen. Der heilt aber schon ganz anständig. Uiuiui. Guck mal da, genau über meinen Kopf. Big Fat Mama. Ach, das sind die, ja, genau. Da sind wir ja von da hinten runtergekommen. Ja, stimmt, genau. So. Uiuiui. Ja, komm mal zurück. Ich hab die Uhr vergessen. So, einen Augenblick mal. Ui, schon wieder ein bisschen am Schnuppeln. Stoppuhr, bitte. Und los geht's, danke. Na, das weiß ich noch, weil ich hier gefarmt habe. Zeige ich auch, warum ich das weiß.
was ich hier gefarmt habe. Boah, Junge! Weg, 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 weg! Oh, der darf mich jetzt nicht mehr erwischen! Trinken, trinken! Los, komm! Oh Gott! Die Jungs sind ganz schön tough! Und das Ganze ohne Glut. Und dann nur Low Level. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Of course! So, wen haben wir denn da? Hallo? Mach das weg. Oh. Ein schwarzer Ritter, meine Damen und Herren. Jetzt geht das Spiel los. Aber da ich noch etwas weiß, den habe ich immer gefarmt übrigens, deswegen ne, weiß ich das noch alles so genau, das hat sich so eingebrannt in mein Hirn. Aber wir sind jetzt echt mal sneaky. Währenddessen wir an diesem Weg entlang laufen, trinke ich einen Schluck. Ah, auf uns. Wenn man langsam läuft, dann hören die einen nicht. Auch wenn man die Steps hört. Ui, Söldner, Rüstung, Schulpen, Hose und Helm. Oh, shit. Ich hoffe, das geht gut. Leute, drückt mir die Daumen. You don't see me. Oh. So, ein Doppelschwert. Sind die Möppelchen? Ich hoffe nicht. Okay, hier ist Sackgasse. Oder? Ne, da komme ich nie hoch. Okay. Sackgasse. Und da steht ein fetter Ritter. Mit einem fetten Schwert. Was bewacht er? Schnappatmung. Kohle von Pharaon. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt komme ich an denen so nicht vorbei. Wir müssen kämpfen. Ja, nützt ja alles nichts, ne? Ich ziehe den da hinten hin in den Raum. Wenn der mich einmal trifft, sind wir platt. Da kann ich machen, was ich will. Verschaffen wir aber trotzdem mal so einen kleinen Vorteil. Einen kleinen Headshot. Lass ihn antreten und... der Schaden geht aber klar mit dem Bogen. Hallo, unter! Lass mich in Ruhe! So, hier können wir kämpfen. LOL! Easy! Sneaky! Easy, wollte ich sagen. Das ist kacke. LOL! Alter!
Und jetzt müssen wir sehen. Was habe ich da gerade für einen Kauderwelsch gesagt? Egal. Explodierender Bolzen? Moment, will ich haben. Ja, jetzt müssen wir da halt wieder hin, ne? Denn, oder? Moment. Ein Augenblick. Wir haben noch die Kohle. Die geht zurück in den Feuerbahnschrein. Geben das Ding sofort ab. Und zwar in den Feuerbahnschrein. Vielen Dank. Der Typ lässt übrigens also seine komplette Rüstung fallen. Ja, die könnt ihr farmen. Das habe ich im Übrigen auch vor. Denn er hat ein sehr, sehr, sehr geiles Schwert. Schwert sag ich schon. Schwert auch. Schild. Was ich benutzen möchte. Ich wage es jetzt zu behaupten. Ach, ich habe keine Seelen. Erstmal gucken, was das kostet. Wir haben ja da so ein paar Seelen auf Lager. Das ist ja nicht das Problem. Hello, Andrew. Ah, well met. Tis good to see ye in good health. What needs smithing so, ne? This day? Ich hab grad aufs Maul gekriegt, da. Waffe durchwirken. Nee, Moment, stimmt doch gar nicht. Ich geb dir erstmal hier die Kohle. Mein Freund, ich hab da was gefunden. Guck mal hier. Oh, my. This coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Yeah, that sounds good. Durchweg. Okay. Wir hatten ja diesen Stein. Wo ist der Degen? Das ist der Degen, ne? Den hier. Der kann das machen mit 800 Seelen. Und guckt euch das mal an, wie der gestalten. Moment mal. Scharf. Gealtet. Aber das war doch der mit der Skalierung, ne? Ja. Warum geht der denn da runter? Ah, der kriegt aber dieses plus 69 noch, ne? Und der skaliert von Geschick von C auf A. Was verdammt gut ist. Ne? 800 Seelen brauchen wir. Okay. Dann gehen wir mal. Ah, ne, die habe ich ja in der Tasche, ne? Gucken wir mal. In der Tasche. Inventar. Das müssen wir mal gucken. Die geben 50, ne? Auswahl benutzen. Alle. Dann hätten wir schon mal 400. Dann machen wir den Rest noch. Da muss ich jetzt aber mal gucken, was die geben, die Seelen hier. Einen. 200. Ah, nice. Okay. Ja, das hat sich ja dann. Okay. Ja, noch ein. Da müsst ihr dann halt immer gucken, wie viel jeweils. Nee, das war falsch. Wie ja immer die. Wie viel Seelen die geben. Ja? Das wusste ich jetzt nicht. Deswegen habe ich immer jetzt nur erstmal nur eine aufgemacht. So. Dann haben wir die 800. Andrew, I got something for you, well, and you man, something for me. It is good. What needs? Yeah. Give me that loving. Wenn ich jetzt hier richtig durchwirken. Ja. Scharfer Edelstein. Wupp, there it is. Okay. So, dann haben wir jetzt einen scharfen Degen. Nice. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Haben wir noch Steine? Oder, ach nee, ach, große Scherben brauchen wir. Stimmt, so war das, ne? Du brauchst Funkeltitanit? Ja, keine Ahnung. Okay. Pretty, be careful. Jo. See you. So, dann gehen wir mal zurück und hoffen wir, dass wir unsere Seelen bekommen können. Da sind noch zwei große Hindernisse zu überwinden. Okay. Wo war das jetzt hier nochmal? Wo? Ah, hier, ne? Halbfeste. Da war. Ah ja, genau. Okay, Halbfeste. Da müssen wir hin. Ich versuche immer in den Durchläufen jeweils immer einen Gegner immer zu machen, ne? Und dann den werde ich farmen, definitiv. Also den schwarzen Ritter, und das mache ich offline. Ne, dann müsst ihr euch nicht sehen. Da werde ich das ein oder andere mal sterben. Ja, aber das ist halt Dark Souls. Ja. Aber da lag ja auch noch Loot in den Gewässern. Na, jetzt ist die Frage, soll ich nicht erstmal das Gewässer clearen und das ganze Lootzeug da holen?
Macht Sinn, ne? Aber da war Big Fan Mama. Die könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Das war jetzt schlecht. Als ob. Ach, der hat den Bogen. Denk schon, was macht der denn da jetzt? Und ich glaube, ich mache die automatische Dings wieder an. Weil das ist kacke, wenn ich ihn jedes Mal immer drücken muss, den Knopf. Das mache ich mal wieder an. Auto zielen. Ist doch... Ah, hier. Nee, das wollte ich eigentlich machen. Okay, machen wir das mal an wieder. So, da hinten haben wir noch die beiden. Wir gehen mal durch das Wasser jetzt. Aber die beiden möchte ich da weg haben. Scheiße, ich brauche ja die Seelen. Nützt ja nix. Ja, oder obwohl, ich weiß gar nicht, wie viel waren das? Ich probiere es jetzt einfach nochmal und guck mal. 5, 3, 2, 1, tschüss. Boah! 2 Schläge und das Ding ist weg. Jo, jo, jo. Junge, komm ohne. Und schon wieder nicht umgeschaltet. Mein Gott. Ne, was zum Kaltschat immer so mit sich bringt. Da sieht man schon das Kreuz oder was auch immer der da auf dem Rücken hat. Ne, da ist. Cool. Ja, dann komm mal rein. Lass uns tanzen, mein Freund. Die kann man nicht backstabben, Mann! Das war jetzt so schön! Jetzt habe ich kein... Dodgen wollte ich, aber hat er nicht gemacht. Warum auch immer. Da ist noch ein Fuß. Das geht eigentlich, ne? Es geht, es geht. Man muss sich ein bisschen konzentrieren und dann klappt das schon. So, dann holen wir mal die Seelen wieder. Da steht er, der Lump. So, wie viel waren das? 1300, nicht zu verachten. Ich versuche den jetzt noch einmal. Und achte bitte. Oh, fuck. Okay. Aua! Lol, ein Hit und ich bin down? Keine Energie. Oh, das war ganz schlecht. Oh. Mist, 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 Mist. Wow. Du kleiner Sohn. Ich muss trinken, komm. Boah, der zieht die ganze Stamina ab. Natürlich! Oh Gott! Boah. Ich hab ihn geschafft. Da haben wir schon mal die Handschuhe von den Ritter. So. Nice. Eieieiei. Und ich habe jetzt nur noch ein Estus.
Who speak fat mama? Da hinten. Ja, ist die Frage. Mit einem Flakon brauche ich da nicht hin. Ohne Spaß, Leute. Ich nehme einen Heimatknochen, gehe an, an das letzte Feuer. Letzte Feuer wieder. Hol die Estos wieder und dann probieren wir die mal. Was haben wir da? Kaita-Glocke oder Kaita-Glocke oder was weiß ich. So. Sind wir voll? Okay, alles klar, Herr Kommissar. So, hier beim letzten müsst ihr aufpassen, ne? Da verliert man immer so ein bisschen Energie. Deswegen gehe ich hier immer so ganz sneaky am Rand und rutsche da runter. Fertig. Waren da nicht drei? Gut. Lol. Na komm. Das sehe ich doch gar nicht ein. So, das war schon alles. So, wie lange bleibt das denn da? So, endlich. So, die beiden möchte ich mir nicht auch noch anlocken. So, den einen lasse ich da jetzt sitzen. Ich hoffe nicht, dass der mich angreift. Aus dem Rücken. Denn ich gehe jetzt direkt ins Wasser. Na, gucken wir mal. Da müsste doch jetzt der Hund sein noch, ne? Mit dem Typen, der da hockte. Genau. Die lassen wir da mal alle schön friedlich abgammeln. Lol. Sind da zwei? Oh. Uncool. She's coming. All right. All right. Hallo. Was machst du? Du bist eine verdammt große Krabbe. Und ich mach verdammt große Schaden. Lol. Die Hälfte. Hey. Come back. Hau die einfach ab! So schön hätte ich die auch mal bullen können. Wo ist denn die jetzt? Der Typ schielt da noch, ne? Okay. Da liegt Loot, den will ich haben. Oh, nicht so nah an die Typen. Auf die habe ich jetzt auch keinen Bock. Obwohl die nicht schwer sind. Da war sie. Ja, da ist sie. Na komm, ziehen wir sie mal rein. Lol, die ist wieder heile? Oh, wahrscheinlich darf ich nicht so weit raus. Und tot. Ups! Okay, mit denen ist nicht zu spaßen. Ja, da muss ich das Penner nochmal rausfinden, wie die gehen. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir sind bei 20 Minuten ungefähr. Ich hole mir jetzt die Seele nochmal wieder.
Dann kommen wir auch langsam zum Ende, denn wie gesagt, ich will die Folgen nicht allzu lang machen. Das reicht auch vollkommen. Wir haben ein bisschen Action gesehen, wir haben zwei Fails gesehen. Moment mal, ich habe eigentlich... Leute, ihr müsst immer in den Rücken gucken, denn jetzt passt mal auf. Das habe ich nämlich komplett vergessen. Eine Seele, ja gut. Ist jetzt nicht so spektakulär. So, da hinten sind die Seelen, die holen wir uns jetzt. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Heimatknochen. Ich bin eine Pussy. Aber ich will wissen, was dieser Loot da ist, verdammt. Wo war denn der? Hier lacht doch vorhin noch Loot, oder nicht? Oh no, come on, leave me alone. Da. Ich will das haben. Weißt du, das ist so wie mit den Motten und das Leck. Man kann einfach nicht jeder sterben. Moment, ach, da liegen zwei. Ja. Lol. Ja. Wie soll ich die machen? Uiuiuiui. Und dann noch die ganzen kleinen Viecher dazwischen. Oh Mann, ey. Ich versuch's nochmal. Holen wir sie mal ran. Als ob die mich nicht sehen. So, die chillen auch oder alle? Okay. Jetzt habe ich sie getriggert. Ein Schritt. Nein, die andere wieder. Nein, du sollst die Große anvisieren, Junge! Mach die da weg! Das ist doch scheiße, Alter. Okay. Dann decken wir die. Hol ihn den Strahl, danke. Ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe hier, ey. Oh, was machen wir denn jetzt? Oh, lol. Da kannst du nichts machen, lol. Oh, wir hatten aber schon ein bisschen mehr Erfolg. Aber leise Erfolg, also weiterhin. Oh Mann, ja gut. So Leute, ich hole mir die Seelen wieder. Werde den Schwarzritter, den schwarzen Ritter farmen. Ich denke mal, da werden genug Seelen zusammenkommen, dass wir, oder, ne, dass wir aufleveln können. Und dann hoffe ich mal, dass wir da mal ein bisschen mehr Schaden machen, ne? Macht Sinn, oder? So habe ich dann nämlich die ganze komplette Rüstung zusammen von denen schon mal. Und nebenbei kann man halt noch schön Seelen farmen. Ja. So mache ich das. Dann würde ich sagen... Nee, warte mal. Nicht bei denen. Wenn man dann nämlich stehen bleibt... Dann gehen wir mal hier in die Safe Zone. Jawohl. Ja, dann würde ich sagen... Habt noch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns. Und auf Wiedersehen.